Hallöchen, ich wünsche euch erst einmal schöne Weihnachten oder schöne Feiertage, je nachdem, was ihr hier feiert. Und ich habe eine Frage an euch. Was haltet ihr davon, wenn ich jetzt mit diesem Mischpult und diesem Stick was mache? Und zwar hatte ich eine Idee, dass ich diesen Stick, den kann ich ja leicht auseinandernehmen, fällt das Ding ja schon auseinander, den nehme und da reinbaue. Ich habe das mal ausprobiert mit Kabel, hast du nicht gesehen. Der Mikrofoneingang hier ist nicht wirklich zu gebrauchen als Mikrofoneingang. Also er rauscht extrem. Da hier aus dem Teil aber Line-Level rauskommt, hier drüber, muss ich hier bloß die Verstärkung oder den Gain des Eingangs so weit, sehr weit runterdrehen auf 1, 2, 3 was, Prozent oder was er mir hier anzeigt bei Windows, dann ist der ja relativ rauscharm. Also ich habe da nichts hören können. Da rauscht der hier ein bisschen mehr nachher im Endeffekt. Aber wäre noch vertretbar. Das ist mir eingefallen, das hätte ich jetzt so vor, dass ich das da irgendwo einbaue. Natürlich so weit weg wie möglich von der Spannungsversorgung, die hier hinten sitzt. Ja, hier hinten an den Ausgängen in dem Sinne. Hier sind ja auch noch Ausgänge, da sitzt hier die Spannungsversorgung. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der hier, der Ausgang, dieser Master-Ausgang, wo der auf dem Board direkt rauskommt, wo der dann nachher hier irgendwo hinten drauf landet. Ich würde gucken, dass ich das Ding so eingebaut kriege, dass der so nah wie möglich an dem Ausgang, dem hier, diesen hier ist, aber so weit weg wie möglich von der Spannungsversorgung. Und mit dem USB-Anschluss würde ich mir was einfallen lassen. Eventuell drucke ich mir mit einem 3D-Drucker diese Blende hier an der Seite neu, wo ich dann auch den USB-Anschluss irgendwie realisiere. Was ich dafür einnehme, weiß ich noch nicht, ob ich Mini-USB oder dieses USB-B-Gedöns, diese großen viereckigen, nicht den hier, das ist ja USB-A, USB-B meine ich diese viereckigen weißen, das ist ja auch USB 2, ob ich das mache, wie ich das mache. Das war meine Idee, da wollte ich euch fragen, was haltet ihr davon? Wollt ihr das vielleicht sehen? Oder soll ich das alles off-cam machen? Ist das nicht interessant genug? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage an euch. Und dann danke ich fürs Zugucken und einen Gruß in die Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.